Loading. Hallo? Loading. Ah. This demo contains both scenes from the full game and parts created specifically for this demo. It doesn't. Bla bla bla. The full game. Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Apartment. Der Demo von The Apartment. Ich mach mal kurz ein bisschen lauter und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wirklich viel lauter geht's nicht, aber ich glaube, das ist nur das Hauptmenü, was so laut ist. Also leise meine ich, oh Gott. Select Difficulty Mode. Easy. The Puzzles. Es gibt hier Puzzle. Wir machen mal easy. Fürs Erste. Nicht, dass ich das ein zweites Mal spielen möchte. Ich habe mal alles auf episch gestellt. Oh, oh Gott. I came home late that night, much later than I should have. We had a new case that was taking up most of my time. Wieso ist denn das so leise? Liegt das an mir? Ganz ehrlich, grafisch sieht das echt geil aus. Ich hoffe mal, es ist auch. Okay, wow. Wir gehen zwar ein bisschen besoffen, aber. Ein bisschen schlaksig irgendwie, aber naja. Die Bilder sind auch voll cool. Ich meine, gut. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt ein Bild von Moos aufhängen, aber. Der Gedanke zählt. Oh nein. Ich habe gerade Layers of Fear durchgespielt. This belonged to my wife. She left it here when she moved out. Never picked it up. Das ist voll geil. I drink way too much. So what? Wenn man sich Sachen anguckt, dann sagt er was dazu. Old Paperwork. Wie cool. Mein Gott. Kann ich nicht ganz benutzen? Kann ich nicht benutzen. My ex-wife painted those a long time ago. Okay. Was? So. Der Act. Ja, ja. This place is a mess. Ach was. Happier times. No. Was? Old books haven't touched them in years. Ja, Bücher liest keiner mehr. Watch TV. I had so much work ahead of me, but I couldn't do it. I had to escape from all the choices I've done in my life. I had to escape from the person I've become. I came home late that night, much later than I should have. We had a new case that was taking up most of my time. Okay. Also wir watchen schon mal lieber nicht TV. TV watchen ist nicht gut. Also Kinder, lasst euch gesagt sein, abend tu kein Fernsehen gucken. Davon sterbt ihr. Anscheinend. Können wir mal anrufen? Was lesen? Nee. Okay. Interesting or interactive objects are highlighted when you mouse over them. Some objects might become interactive as you find additional clues and info. Pay attention to your surroundings. I promised my wife I wouldn't bring my work home, but now she was gone. And work was the only thing I had left in here.
Sag mal, liegt das in mir oder an mir oder ist das so? Leise. Two dead girls found in the same week. That was my case. I wanted to go over the information we had, just to be sure I didn't miss anything. Work. Oh, der Schatten. What do we know? Case 2153, Case 2145. Okay. Oh. Who are you? Who are you? Who are we? Use. Haven Park, okay. Hallo, hallo Fische. Kann man mal spülen. I should clean this sometime. Ja, jetzt am besten. Mag den Typen jetzt schon nicht. So. Na jetzt. Hm. Soll ich jetzt tun? Aha. Ein Ding ist schon mal verschwunden. Was ist denn der nächste? Also ich brauche Clues und so und dann sind sie interactive-mäßig ganz toll. Oh, so viele Donuts. Hm. Ich habe das Gefühl sogar, dass wenn ich auf die Maus klicke, denn das ist ja selbst das lauter als das Spiel. No name, female, no address, medical, check medical records. Wir usen. Oh. Usen, usen. No address, no name, female. Okay, okay, okay. Also, check medical records. Die sind bestimmt irgendwo hier am rumliegen. External examination. The body is that of normally developed white female, tall. Young in early 20s. In early 20s? Kann ich das? Nee, okay. Based on the skin complexion, age is between 21 and 25 years. The hair is red. By a rope. Cuts or bruises. Victim had a small tattoo. There are no written scars or markings. Brains, bone effect, blah, blah, blah. Ich lese es übrigens gerade durch, ne? Ich lese es jetzt nicht alles vor. Bla 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 bla. Black screen ist negativ. Muss ich nicht, okay. Brain damage. Okay. Alles klar. Also. Oha. Also bei ihr wissen wir Bescheid jetzt, oder was? Jetzt brauchen wir noch die anderen. Wo sind ihre Sachen? Wo ist das andere? Hier. Okay. The body is African American female, small. Age is unknown. 20, 22, 25. Braunes Haar. Lower Jaw. Scars, keine Scars und so. Keine Scham und keine was auch immer. Achso, hier Alkohol und eine Stichwunde im Rücken. Some text can be usable as well. You might need to select the right clues or match. Okay. Okay, also was haben wir jetzt? Wir haben die alle hier. Oh, wollte ich gar nicht. Female, wissen Sie, es ist ein Female. So, wir wissen, die ist 21, 25. Was?
läuft das denn jetzt? Habe ich auch falsch gemacht? Nein. I came home late that night. Much later than I should have. I promised my wife I wouldn't bring my work. We had two unsolved murders on our table. Two dead girls, found in the same week. That was my case. I wanted to go over the information we had, just to be sure I didn't miss anything. Ja, ja, super. So, zack, zack, zack. Okay, machen wir nochmal schnell. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht. Wahrscheinlich muss ich sie entzweien. Small Tool. Den ganzen Text hier. Das ist ja nichts. Brain Damage. Noch was? Ich hab vergessen. Nein? Ja? Nein? Ach, hier. Okay. Zack. Small Hate, 21,25. Dark Brown, bla bla. Keine Scars in der Markings. Single Knife, bla bla. Tomato Autotune, Abdomen, bla. Bisschen Alkohol in sich und Lower Back. Okay. Also. Adresse. Name haben wir nicht. Wir wissen, es ist ein Female, ist klar. Okay, bei ihr, Hayden Park, zack, Namen haben wir nicht, is there a connection, 21,25, ja. Dann alles stimmt überein. Sonst nicht wirklich. Also wir wissen von beiden keinen Namen. Sind beides Frauen? There it was. Three things the both cases had in common. Junge Frauen wurden die Organe geklaut. Okay, und jetzt? Case Notes. Was muss ich jetzt tun? Muss ich gehen? Muss ich anrufen? Gehört das mit zur Wohnung? Das ist jetzt doch ein Horrorspiel. Ich dachte, das wäre kein Horrorspiel. Also erst dachte ich schon, aber dann dachte ich es nicht mehr. Hallo? Ich bin Officer. Machen Sie mal die Tür auf, danke. Okay, Tür können wir nicht aufmachen.
So. Was auch immer der Tresor zu sagen hat. Okay, und durch unsere Tür können wir nicht mehr. Also wir haben das Messer gefunden, womit die eine höchstwahrscheinlich erstochen wurde. Wir haben die Organe. Was will der denn jetzt noch? Die Täter. So. There is no escape. Stop running, James. You can't outrun the past. Your wishes will not come true here. This is not a dream. This is a nightmare. No exit, but you can try, but it won't change anything. Embrace your fate. Run, James. Outcome is still the same. Ist das 3, 6, 5000? Eine 3 vielleicht? Okay, eine 4. Eine 2. 2, 4. Wir haben eine 2, eine 3 und eine 4. Glaube ich. Ob das eine wirklich eine 3 ist, weiß ich nicht. 1. 1, 2, 3, 4. Toll. Eins, zwei, drei, vier und einen Okkultenkreis hier oder sowas. Jetzt haben wir jetzt das allsehende Auge oder wie oder was? Also warte mal, 3, man kommt hier rein, dann sieht man es erst die 3. Kommt man hier sein, dann sieht man 4, 3, 4, 2, 1. Ich nicht.
3 oder 9. Sieht aus wie eine 3. Ich würde sagen, es ist eine 3. 3. 4. 2. 1. In der Reihenfolge sieht man das doch, oder nicht? Verstehe ich nicht. Drei. Wenn man rauskommt, sieht man das allererste, ist die 3. Dann geht man ja in die Küche normalerweise und müsste dann die 4 sehen. Dann geht man halt automatisch zum Teller und sieht dann die 2. Und dann geht man in diese komische andere, ins Bett oder so. Ich bin mal gleich wieder da. Ich überlege ein bisschen. Okay, also ich habe mir jetzt 5000 Sachen durchgelesen und 3000 Videos dazu angeguckt, aber noch nicht ganz herausgefunden, wie genau das ich jetzt machen kann. Deswegen, ja. Ich habe keine Ahnung. Vor allem den ganzen Walkthroughs. Weil das bei denen alles ganz anders. Also ich habe keinen einzigen Walkthrough gesehen, wo die da mit dem Safe waren und hier in dieser Wohnung waren. Deswegen würde ich mal sagen, es war ja nur eine kurze Demo. Oder sollte eigentlich nur eine kurze Demo werden. Jetzt hänge ich aber fest. Aber trotzdem, haut rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen komisch war. Egal, haut rein und ciao.